Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Bioshock. Und wir fangen gerade mal an mit einem neuen Spiel. Fortschritt. Und los geht's in das Abenteuer von Bioshock 1. Es kommt ein kurzer Ladescreen. Danach kommt eine Zwischensequenz. Ich lasse euch jetzt hier die Zwischensequenz laufen. Bin dann ruhig. Genießt es. Ich fange an von Bioshock 1 bis 3 zu Let's Playen. Also bis Infinite. Schaut's euch an. 1960 mit Atlantic. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Bioshock. Oh, wo bin ich? Wo bin ich? Oh oh. Schuh verloren. Oh, Handtasche. Alter Schwede. Wir gehen jetzt mal hier an Land. Es sinkt ganz langsam. Oh, what the hell. Ich mache hier noch hier kurz die... Untertitel natürlich an, das an. Übernehmen. Zurück. Hier ist die Tür auf. Hier geht's nochmal runter. Wir gehen durch die Tür durch. In welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich in Turwein? Oh, what the fuck. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. And who wine. Fat Homes. Oh, what the fuck. Fire at your fingertips. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet?
Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott, dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für... Oh, geil. Rapture. Geil. Geil. Oh, nice. Was eine Stadt, Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst. Bisschen leiser, Mann. Übernehmen. Zurück. Weiter. Werden, wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Nice, Alter. Big Daddy, Little Sisters gibt's da. Oh, was ein Wal, guckt euch an. Oh, was eine geile Unterwasserstadt. Sehr nice gemacht. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Ich hab Angst. Und eine kleine Ladesequenz. Willkommen in Rapture. Benutze rechte Maustaste, um zwischen Waffen und Plasmiden zu wechseln. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Bitte. Alter, Alter. Ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Alter. Du hässliches Vieh, Alter. Ist das jemand Neues? Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas und ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. If I didn't care, would I... Ich schenk dir einen Sarg. Nur noch ein bisschen näher, da kommt sie. Bitte lächeln, Schwester! Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Verdammten Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Okay, ich hab ne Rohrzange. Wie es aussieht, läuft hier für mich alles schief. Ryan! Wann bin ich dran, du Scheißkerl? Oh.
Ich wollte nur ein bisschen Gesellschaft. Oh. Ja. 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 Bioshock Infinite. Da geht die zuletzt rein, die, wie heißt sie? Elisabeth? Oh, was eine kranke Shit, Alter. Eve-Spritze. Oh, oh, oh. Gib dir! Bleib ruhig, dein genetischer Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electro Bolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Also Tampon, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Mr. Bubbles, ein Engel. Ich sehe, wie Luft aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Oh, dieses Geräusch ist so eklig, ey. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Okay. So, wo geht's jetzt entlang? Drücke rechte Maus, um Plasmid zu aktivieren. Wow. Alter. Das ist das Flugzeug. Chamber. Sollte es passieren, dass sich einer von deiner der feindseligen Bewohner von Rapture tötet, wirst du in der letzten Vita-Chamber, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du erhältst immer auch zumindest eine kleine Menge Eve. Vita-Chambers funktionieren automatisch, sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Okay. Eve haben wir noch.
ich hier rauskomme? Splicer, am besten verpasst du ihn einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Spiel nicht den... Sag Ryan, dass es mir leid tut und dass es nicht wieder vorkommt. Nein, bitte mach das nicht. Steinman hilft mir schon. So habe ich sie gefunden. Eine kleine Kostprobe. Die Hals aber extrem, ey. Von diesen Ärschen will mit mir reden. Die halten mich für einen Freak. Fahr zur Hölle! Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal da hin. Hör zu, ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Was ein Engelsgesang, Alter. Garten und Wiese verstummt. Auch nicht ein Bienchen mehr summt. Luna mit silbernem Schein. Gucke zum Fenster herein. Still jetzt, Mami ist fort. Und Daddy auch. Warte, das passiert alles vorher und nicht. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Okay. Diesmal bist du wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich mache, was ich will. Es ist mein Adam. Ich habe es mir... Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Mach die verdammte Tür auf! Es gibt Stress. Zum letzten Mal, ich warne dich. Ich bin total verspleist. Brenda! Total verspleist. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Kranke Shit. Mach endlich auf! Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Okay. Mach endlich auf! Gib dir gleich, mach endlich auf, schau dir gleich die Birne ein. Zum letzten Mal, ich warne dich! Du! Was denkst du dir eigentlich dabei, Charlie? Charlie! Charlie, wo gehst du hin? Mach's nicht noch schlimmer! Ich will nur jemanden kennenlernen. Aber hier ist ein gefährliches Pflaster. Oh, oh, oh. Wenn du einen Splicer im Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Elektrobolt. Ah,
Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen und du sitzt in hier Phaistos fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke auf Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Das ist mein Kind, nicht deins! Weiter. Aber bevor es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Leute.